Hallo, mein Name ist Jan Kossig. Ich stehe für den Stadtbezirksbeirat Neustadt auf der Liste und für den Stadtrat auf der Liste in Neustadt. Und mein Anliegen ist es, die Neustadt autofrei zu bekommen. Das heißt, dass wir nicht mehr die ganzen Stehzeuge hier haben, die alles blockieren, sondern dass die Straße genutzt werden kann für Kinder, für Fahrradständer, für Fahrradfahrer, für Lastenräder, dass die Bars und Restaurants ihre Flächen nach außen ausbreiten können, dass die Neustadt halt lebendig wird, belebt von Menschen und nicht, dass an allen Ecken überall Autos stehen. Die Autos können wir an den Stadtrat packen und Tiefgaragen oder in Parkhäuser, aber der Straßenraum an sich sollte für die Menschen nutzbar sein. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist die Kultur. Der Kulturhaushalt der Stadt Dresden sieht viel zu wenig Geld vor, was bedeutet, dass viele Kulturschaffende in der Stadt in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Das heißt, wir müssen den Kulturhaushalt irgendwie von den jetzt viel zu wenigen 5 Millionen Euro auf die notwendigen mindestens 9, besser 15 Millionen Euro, wie es in Leipzig zum Beispiel der Fall ist, den Haushalt soweit anheben. Und als letzten wichtigen Punkt, wir brauchen eine starke demokratische Zivilgesellschaft, um dem Problem der Rechten und der AfD entgegentreten zu können. Dazu will ich die Soziokultur in der Neustadt und in der ganzen Stadt fördern, durch soziale Arbeit, durch Veranstaltungen. Dafür muss einfach auch Geld da sein, um das alles umsetzen zu können. Zusammenfassend ist hier das Ganze als autofreie Neustadt, nie wieder Faschismus und Kultur ausfinanziert. Am 9. Juni Piraten wählen.